Hier ist ein Experiment. Vervollständige diesen Satz. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Diese Idee kommt von unserem Mitglied Ken. Er hat uns auf unserer Discord-Chat-Gruppe geschrieben. Und ich werde dieses Experiment jetzt mal hier mit den Leuten auf der Straße in Berlin machen. Los geht's. Vervollständigen Sie diesen Satz. Ich bin ein Berliner. Sehr gut, das hat schon mal irgendwer gesagt, oder? Ja, ein Präsident. Kennedy. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mann. Ich bin verabredet und muss jetzt eigentlich los. Ich bin gerne auf Reisen. Ich bin neugierig, was der Sommer bringt. Ich bin heute hier glücklich, wo ich bin. Ich bin groß. Ich weiß nicht. Wie groß bist du denn? Ich bin 1,83. Ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr in Frankreich lebe. Warum? Weil ich liebe Deutschland einfach. Die Sprache und den Stil, die Menschen. Ja. Berlin auch. Ich lebe auch die Seele von Berlin. Denn ich bin unsterblich. Unsterblich? Unsterblich, ja. Ich bin Polen. Oh, auch eine Polin. Ich bin auch halber Pole. Ah, schön. Wo kommst du her? Ich komme aus Niederschlesien, in der Nähe von Breslau, ja. Ich wollte eigentlich sagen Berlinerin, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich fühle mich schon so ein bisschen so, aber trotzdem. Die Identität ist hier drin. Kompliziert. Ja, ist kompliziert. Doppelte Persönlichkeit. Ich bin, was, selbstständig, würde ich sagen. Und also, wie ist das Leben als Selbstständiger? Es ist ganz cool. Ich laufe gerade zu einem Café und arbeite dort, das mache ich gerne. Also ich habe kein Büro, bin also kein Stress. Ich war dieses Jahr noch nicht im Urlaub. Schade. Was hast du für Pläne? Ich fahre dieses Jahr noch nach Georgien mit einem Freund, genau, mache eine Rundreise dort. Ich war überall in der Welt. Wirklich? Auf allen Kontinenten? Alle Kontinenten, ja, bestimmt, ja. Selbst auf Antarktika? Fünfmal. Fünfmal auf Antarktika? Fünfmal auf Antarktika, ja. Was haben Sie da gemacht? Mit einem Schiff ein paar Mal und dann die Basis von Australien, Amerika, Frankreich und so weiter. Und ich bin auch einmal auf der Südpole gegangen, echt 90 Grad Süd. Ich war Studentin der Philosophie. Und was macht man damit? Man promoviert in Philosophie. Und danach? Philosophiert man. Philosophiert man, ja. Ich war jetzt über mehrere Tage in Berlin und finde es einfach eine fantastische Stadt. Optisch oder vom Spirit? In der Beziehung. Ich war mal Musiker in der Vergangenheit. Ich war die letzten Wochen und Monate sehr gehandicapt, weil ich krank bin. Erkältung. Und das hat mir umso mehr Willenskraft jetzt gegeben, aus diesem Loch wieder aufzusteigen und wieder Gas zu geben. Wie Phönix aus der Asche bist du gestiegen. Ja, ja. Also ich hoffe, das wird noch kommen. Ich war gestern mit meiner Katze spazieren draußen. An der Leine oder? Ja. Und das findet ihr okay? Ja, der ist das gewöhnt. Also. Und was ist, wenn ein Hund kommt? Dann greift er an. Er ist sehr gefährlich. Wer, der Hund oder der Kater? Der Kater, der ist gefährlich. Ich war letztes Jahr meine Familie in den USA besuchen und da sind mir große Unterschiede zwischen den Kulturen nochmal klar geworden. Zum Beispiel? Einfach die Art und Weise, wie man durchs Leben schreitet. Also sie haben ein ganz, ganz anderes Weltanschauungsbild von dem, was ich habe. Und gewisse Realitäten sehen die halt anders, als ich die sehe. Ich werde in Zukunft zielorientierter sein. Haben Sie sich vorgenommen für dieses Jahr? Ja, ein bisschen mehr Sport zu treiben. Habe ich mir auch vorgenommen. Ich werde. Ich werde demnächst meine Ausbildung beginnen. Als? Als Bauklempner. Was macht man denn als Bauklempner? Als Bauklempner macht man quasi Arbeiten an der Fassade. Man deckt Fassaden ein, deckt Dächer, aber man hat quasi nur mit Blech zu tun. Nicht mit Ziegeln, sondern mit Blech. Ich werde bald wieder in meine Zweitheimat nach Österreich fahren. Ich werde
Ich werde immer ein besserer Mensch sein wollen. Ich werde demnächst umziehen und ziehe mit meiner Freundin zusammen. Ich werde heute mit meiner Mutter nach Hause fahren. Und dann? Und dann erstmal zu Hause sein und zu Hause genießen. Mehr auf dem Land. Ich werde in diesen Sommer unglaublich kraftvoll reinstarten, weil ich bin jetzt gerade noch erkältet, aber sobald diese Erkältung weg ist, werde ich alles zerstören. Zerstören? Im guten Sinne. Ich werde meine Praxis bald aufgeben. Warum? Altersmäßig, ich bin alt genug und mal ist Schluss. Und wer übernimmt dann Ihre Mandanten? Ja, das muss ich noch regeln. Und ein Kollege muss da einspringen. Ich werde. Ich werde sehr reich. Hast du dir vorgenommen? Ja, also ich werde sehr bald viel Geld kriegen. Das glaube ich ja schon. Und was machst du dann damit? Ich reise um die Welt, ich helfe meine Familie und ich investiere den Rest. Sehr gute Pläne, finde ich gut. Danke. Hast du eine bestimmte Zahl im Kopf, wie viel Geld du verdienen willst? Ungefähr 1 Million pro Monat als Gehalt. Ja. Also okay, gar nicht anspruchsvoll. Ich bin überzeugt, dass man eine Sprache nur dann richtig lernen kann, wenn man sie auch aktiv spricht. Deswegen nutze ich iTalki, um mit Muttersprachlern aus aller Welt zu sprechen. Ich habe mich sehr schnell verbessert, als ich mein Spanisch regelmäßig mit TutorInnen auf iTalki geübt habe. Ich würde euch empfehlen, iTalki auszuprobieren. Ihr könnt zwischen hunderten TutorInnen auswählen und 1:1 Unterricht nehmen, egal wo ihr gerade seid. Ich war begeistert zu erfahren, dass iTalki ein besonderes Angebot für euch hat. Wenn ihr euch anmeldet über go.italki.com/easygerman, bekommt ihr nach euren ersten Stunden auf iTalki $10 in iTalki Credit geschenkt. Der Link ist in der Infobox und ihr unterstützt damit auch unseren Kanal. Probiert das mal aus. Ich würde viel mehr für die Liebe tun. Zum Beispiel? Arrangierter handeln und besser nachfragen. Und was hindert Sie daran? Ich würde bedeutet ja, das machen Sie noch nicht. Dazu müsste man Kontakte machen. Aber man ist ja träge. Ich würde Musik machen? Wenn ich die Ausstattung dazu hätte? Ja. Also es fehlt dir die Gitarre? Nee, ich habe die Instrumente. Ich brauche nur ein Interface und Mikro und so. Und ein Programm. Das klingt nach Ausreden. Ja, ein bisschen schon. Ich habe halt so viele Hobbys und es ist schwer, allem nachzugehen. Auf einmal gleichzeitig. Ja. Muss schwer sein, du zu sein. Ich würde gerne später genug Geld verdienen, um alle meine Kosten zu decken. Das ist aber ein hohes Ziel. Alle Kosten decken. Ja. Ich würde am liebsten jeden Tag surfen. Bist du Surferin? Ja. Das ist schwierig in Berlin. Nee, da gibt es das Wellenwerk in Lichtenberg. Da kann man tatsächlich jeden Tag surfen. Würde ich am liebsten machen. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Also kann ich meistens nur am Wochenende gehen. Und das ist sehr cool. Da macht mega Spaß. Cool. Ich habe es nur einmal probiert in Australien und habe mich so sehr verletzt, dass ich traumatisiert bin. Ich würde gern erleben, dass überall eine friedliche Welt ist. Ich würde gerne mehr Sprachen lernen. Kannst du mit uns? Ja, zum Beispiel. Easy Languages. Ja, deshalb sage ich easy. Ich glaube, ich kann mit euch Französisch oder Spanisch, habe ich schon mal angeschaut. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Danke. Ich würde gerne zu meinem vollen Potenzial leben. Ich würde mehr Menschen umarmen. Und warum tust du es nicht? Weil die das dann ganz oft nicht wollen. Ich komme. Berührungsängste in Berlin? Auf jeden Fall. Definitiv. Oder auch Vorsicht. Vielleicht nicht Berührungsängste, sondern Vorsicht.
Misstrauen. Ich habe einen Hund zur Pension, den führe ich jetzt gerade aus. Wie heißt er? Simba. Simba? Mhm. Simba. Simba, hallo Simba. Hallo Simba. Ja, hallo. Ich habe. Ein Lieblingsbuch. Das heißt? Von Die Leichtigkeit des Seins oder nein, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Das ist ein schönes Buch. Ja, hat mir meine Mutter empfohlen und dann habe ich gemerkt, dass es ein Klassiker ist. Und ich dachte, ich habe es nur für mich ganz allein. Alles, was ich will. Ja, ich habe alles, was ich will. Es gibt nicht mehr zu wünschen übrig. Ich kann nur weggeben jetzt. Ich habe echt viel in meinem Leben, worüber ich mich freue. Ich habe eine wunderschöne Freundin. Wie heißt sie? Kim. Und ich wohne seit ein paar Monaten mit ihr zusammen. Ich gratuliere euch. Danke. Wie ist das Zusammenleben? Ist anspruchsvoll, aber sehr schön. Anspruchsvoll? Ja, na klar. Weil sie Ansprüche hat oder du? Oder? Ja, eher sie, würde ich sagen. Aber beide haben seine Ansprüche, würde ich sagen. Und so einen Haushalt zu regeln, ist nicht so einfach. Ich habe mir gerade ein Eis gekauft. Trotz des kalten Wetters? Ja. Ein Belohnungseis. Für was? Für die Arbeit. Ich habe viel Geld. Echt? Wie viel denn? Ich habe kein Geld. Hast gelogen. Ja. Ich habe gelogen, aber manchmal muss man sich auch ein bisschen verhüllen in Wahrheit und Lüge. Ich habe noch nie auf Arbeit geweint. Wo kommt das jetzt her? Was passiert da gerade in deinem Kopf? Meine Augen drehen und ich habe irgendwie gerade dran gedacht wegen dem Wind. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen so eine Scheu vom Weinen. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie auf einer Clubtoilette gevögelt. Bitte nochmal? Ich habe noch nie auf einer Clubtoilette gevögelt. Und ist das ein Ziel von dir, das irgendwann zu tun? Ja, ist es. Und woran scheitert es bis jetzt? Noch nicht die Möglichkeit gehabt, glaube ich. Ich habe noch nie Drogen genommen. Noch nie? Ich habe mich noch nie geprügelt. Gut. Würdest du dich gerne mal prügeln? So Fight Club-mäßig? Nee, auf keinen Fall. Ich habe noch nie einen Fallschirmsprung gemacht. Ich schon und ich kann es sehr empfehlen. Echt? Macht richtig Bock. Ja, da muss man ordentlich Angst überwinden, oder? Ah, das ist ja ein Tandemsprung beim ersten Mal, die schubsen einen sonst raus. Okay, alles klar. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Das ist gut, mit dem Auto. Ja. Mit dem Fahrrad auch nicht. Mit dem Fahrrad auch nicht. Unfallfrei dein ganzes Leben. Ich glaube schon. Ich habe noch nie bei so einem Interview mitgemacht. Ich habe noch nie einen Regentanz im Mauerpark gemacht. Das solltest du mal machen. Ich habe mal einen Regentanz gemacht in einem anderen Berliner Park. Da hat es so krass stark geregnet. Und dann haben eine Freundin und ich, wir haben gesagt, jetzt müssen wir einfach tanzen im Regen. Und das hat geholfen, ja? Das hat mega geholfen. Cool. Ich werde nie, oder das soll man nicht sagen. Das macht man nicht. Warum? Man sagt ja dann oft nie und dann macht man es. Ich glaube, man soll nie sagen. Das ist ein deutsches Sprichwort. Sag niemals nie. Ja. Ich werde nie. Ich werde nie zu einer rechten Partei wechseln. Ich werde nie Berlin freiwillig verlassen. Da muss man sie schon raustragen aus dieser Stadt. Ich werde wahrscheinlich nie im Lotto gewinnen. Wieso sagst du das? Weil ich nicht Lotto spiele. Also das, kann ich dann wirst du gewinnen. Nicht gewinnen, das stimmt. Nee. Ich werde nie, Gott sei Dank nie Deutsch lernen müssen, weil ich es schon kann. Da hast du Glück gehabt. Ja. Ich werde jetzt die Kommentare lesen. Also schreibt mal einen Kommentar und vervollständigt diese Sätze. Ich bin... Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German. Dann könnt ihr mit uns chatten auf Discord, Vorschläge machen für Videos und ihr bekommt Übungen zu diesem Video und zu allen unseren Videos. Und ich bin jetzt raus. Ciao.